Trainer, ich bin mir sicher, viele, viele Wolfsburger haben heute Nacht sehr, sehr gut geschlafen. Wie haben Sie geschlafen? Auch sehr gut. Sehr gut, aber sehr gut. Komplett weg. Wie haben Sie denn den gestrigen Abend noch verlebt mit dem Empfang der Fans hier vor dem VfL-Center? Wie war das für Sie? Das hat mir leid getan, dass die Spieler nicht feiern konnten mit den Fans im Stadion. Das war schade, wirklich schade. Sofort nach dem Spiel. Andererseits, das Tor ist gut gefeiert, das war schön. Und dass die Fans hier uns empfangen haben, ja, das war wieder so ein ganz, ganz schönes Zeichen und 10 Jahre von Zusammenhalt. Hat mich sehr gefreut. Wie haben Sie den gestrigen Abend dann noch verbracht mit Ihrer Mannschaft, Ihrem Trainerteam? Ja, ich muss sagen, als wir hier angekommen sind, ist beim Trainerteam die Kerze schon ausgegangen. Und wir haben zusammengesetzt, wir haben tief in der Nacht Hunger bekommen, wir haben Pommes frites und Currywurst gegessen, wir haben uns was zu trinken bestellt und wir sind ganz, ganz ruhig, haben wir spät gemacht, aber ganz locker, ganz ruhig, wir haben das Moment genossen und es war gut so. Wie blicken Sie, ja, jetzt nach der Saison ist vor der Saison, wie blicken Sie in die Zukunft mit dem VfL? Ja, die Frage ist zu früh. Ich habe mich in den vergangenen Wochen, habe ich natürlich die Augen und Ohren ganz weit geöffnet gehabt. Habe ganz viel registriert, aber es ist einfach zu früh. Ich muss mich zuerst mal setzen in Ruhe mit Olaf Rebbe. Wir müssen uns die Pläne einfallen lassen. Natürlich haben wir schon einiges gemacht, aber um uns dazu zu äußern, ist viel zu früh. Wir brauchen noch einige Tage und dann können wir uns darüber äußern. Können Sie uns denn schon sagen, wann die Mannschaft sich wieder zusammenfinden wird? Ja, das ist geplant, die Saisonvorbereitung schon anfangen am 3. Juli. Am Montag, 3. Juli, dann sind wir alle wieder hier. Abschließend gerne noch ein, zwei Worte, ja, zu unseren Fans. Ja, da waren eigentlich der schönste Moment, ob schon das vielleicht komisch ist, komische Spiel, das Spiel gegen Bayern, dass die wirklich mit 26.000 Leuten aufgestanden sind bei 0:6 und einfach gemeint haben, steh auf für Wolfsburg. Wenn du das machst, dann sagt das alles über, wie du dabei bist. Und das haben die in den Wochen danach nur bestätigt, immer wieder. Und haben sich nie zurückgezogen von der Mannschaft weg. Immer war da zu sehen, Arbeit, Fußball, Leidenschaft. Die sind immer da gewesen, mit so viel es ging. Und gestern, der 0:1, nach dem 0:1, haben meine Jungs dann zu 19, der Max Grün war dabei, so hat er 19, gefeiert mit den Fans, das 0:1. Und das war ein sehr, sehr schönes Moment, wobei ich sehr, sehr froh war für die Fans. Die haben das wirklich verdient. Ich habe mich viele Wochen beschämt gefühlt, dass wir den Fans nicht gegeben haben, was die wollten. Dass wir es nicht geschafft haben, aber gestern haben wir es dann geschafft und haben mich unheimlich gefreut für die Leute. Wie schaltet denn unser Trainer am besten jetzt in der Sommerpause ab? Ja, der macht noch einige Tage Arbeit mit Olaf Rebbe. Wir bereiten uns alles vor, damit wir nicht wieder in so eine Situation kommen. Denn keiner wünscht sich das, keiner will das, keiner möchte das. Und dann mache ich, dass ich am 3. Juli auch wieder frisch und fit bin. Danke sehr.